Die schlagfertige Physiotherapeutin hatte sich gerade erst dazu entschieden, das Jeremias Krankenhaus hinter sich zu lassen, um ihre eigene Praxis zu eröffnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand sie mit Lauras Hilfe dann auch die geeigneten Praxisräume und wollte endlich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Doch plötzlich spielten ihr ihre Augen einen Streich, immer wieder litt sie unter Sehstörungen, die sie jedoch auf den Stress schob. Als ihre Sicht ausgerechnet während einer Autofahrt erneut verschwimmt, überredet Laura sie, endlich zu einem Arzt zu gehen, wie ein RTL-Vorschau-Video zeigt. Du musst das untersuchen lassen, fleht sie ihre Mutter mit Nachdruck an. Ja, das mache ich ja, gibt die sich geschlagen. Gesagt, getan. Im Behandlungszimmer bekommt Yvonne dann schließlich ihre Diagnose. Sie leiden an einem chronischen Pigmentepithel-Syndrom, lässt der Augenarzt sie in unverständlichem Fachchinesisch wissen. Zunächst versucht er, seine Patientin noch zu beruhigen, die Therapiemöglichkeiten sind in den letzten Jahren wirklich besser geworden. Wir erreichen bei 60% der Patienten Heilung, erklärt er ihr. Und was ist mit den anderen 40%, will sie wissen. Und dann folgt der Schock, sie könnte erblinden. Ja, bei denen führt die Krankheit leider zur Erblindung, führt der Doktor weiter aus, was Yvonne mit versteinerter Miene zur Kenntnis nimmt. Wie wird sie auf diesen schweren Schicksalsschlag reagieren und kann Laura ihre Mutter von einer Behandlung überzeugen?